Behind His Mask. Eine Stecksfan-Fanfiction von Drachenmädchen. Kapitel 43. Point of View. Stegi. Lächeln, rief Jay und grinste mich an. Das Foto soll doch schön werden. Waren Fotos mit traurigen Personen nicht schön? Er hob sein Handy mit der Selfie-Kamera in die Höhe und machte eine Reihe an Fotos. Dann sah er sie sich an. Mann, Kleiner. Er seufzte kurz. Wieso nannte er mich schon wieder Kleiner? Klar, ich hatte ihm nie gesagt, dass ich das nicht mochte, allerdings sollte er mich nicht so nennen. Das war Tims Wort. Du schaust ja beinahe so, als würdest du gezwungen sein, auf diesen Fotos zu sein. Jay lachte kurz auf. Dann wurde er wieder ernst. Was ist denn los? Alles okay? Ich nickte schnell doch. Jay sah nicht so aus, als würde er mir das abnehmen. Fast 2 Monate dauerte unsere Beziehung nun schon an. Und doch redete ich nicht mit ihm. Warum wusste nicht mal ich selber? 2 Monate waren an sich nicht wirklich lang. Wenn man allerdings bedachte, dass ich mit Tim noch nicht mal eine Woche geredet hatte, war das eine ziemlich lange Zeit. Komm mal her, meinte Jay und deutete neben sich. Gemeinsam ließen wir uns auf das Sofa sinken. Erzähl, was ist los? Er drückte mir Zettel und Stift in die Hand und bedeutete mir zu schreiben. Ich zuckte bloß mit den Achseln. Ich wusste ja selber nicht so genau, was los war. Komm schon, meinte mein Freund leise und strich mir leicht über den Arm. Ich bin auch nicht wütend, egal was ist. Es ist nichts. Ich bin nur müde. Soll ich dich ins Internat bringen? Fragte der Schwarzhaarige leise und legte einen Arm um meine Schulter. Eine gut gemeinte Geste aber. Irgendwie fühlte sie sich komisch an. Ich bring dich ins Internat. Jay stand auf. Er bat mir zum Hochkommen seine Hand an, welche ich auch prompt annahm. Die Hand des Schwarzhaarigen war kalt. Wie immer. Aber irgendwie brachte sie mir in diesem Moment eine Gänsehaut auf den Körper. Keine Berührungsgänsehaut, sondern eine Kältegänsehaut. Jay zog mich hoch und legte dann sanft einen Arm um meine Schulter. Ich lehnte mich im Gehen leicht gegen ihn. Möglichst unauffällig atmete ich seinen Geruch ein. Gemeinsam stiegen wir auf Jays Motorrad. Während wir fuhren, fiel mir auf, wie viel kälter es bereits in so kurzer Zeit geworden war. Als Jay und ich uns kennengelernt hatten, war die Landschaft noch grün und wunderschön gewesen. Es war warm gewesen, zumindest noch so warm, dass mir bei dem starken Fahrtwind nicht kalt wurde. Jetzt allerdings war auf den Bäumen kein einziges Blatt mehr. Die Wiesen waren braun und unter meiner Kleidung zog ein kalter Wind, welcher mich erschaudern ließ. Vorsichtig legte ich meine Hände um Jay und ließ meinen Kopf auf seinem Rücken sinken. Kurze Zeit später kamen wir im Internat an. Ein wenig starr geworden, stieg ich vom Motorrad ab und wandte mich dem großen Gebäude zu. Stegi, riss mich eine dunkle Stimme hinter mir aus den Gedanken. Du weißt doch, dass ich immer für dich da bin, oder? Ich drehte mich um und nickte Jay dankbar zu. Natürlich. Irgendwo wusste ich das. Ich liebe dich wirklich. Er lächelte leicht. Du bist einfach ein wundervoller Junge. Ich spürte, wie das erste Mal nach langer Zeit wieder Röte bei seinen Worten an meine Wangen stieg. Schnell nickte ich. Ich machte 2 Schritte auf den Schwarzhaarigen zu und schloss ihn dann ohne Vorwarnung in meine Arme. Ich spürte, wie Jay ebenfalls seine Arme um mich legte und lächelte glücklich. In diesem einen winzigen Moment, wo wir vor dem Internat neben dem Motorrad in der Kälte standen und uns umarmten, konnte ich einfach alles vergessen. Sanft drückte ich dem Schwarzhaarigen einen Kuss auf die Wange und löste mich dann von ihm. Wir sehen uns, meinte Jay noch mit einem breiten Lächeln auf den Lippen, ehe er sein Motorrad startete und losfuhr. Ich sah ihm eine Weile lang nach, ehe ich beschloss, dass ich lieber nicht erfrieren wollte. Mit schnellen Schritten lief ich auf die große, hölzerne Tür des Internats zu. Belustigt stellte ich fest, dass man schon den Atem in der Luft sehen konnte. Kein Wunder, immerhin war es inzwischen ja auch Ende November. Mit einem Ruck zog ich die Tür auf und trat in die angenehme Wärme.
Eine kurze Erinnerung an meinen ersten Tag im Internat schoss in mir hoch. Da war dieser Junge gewesen, der als einziger mit mir alleine gestanden hatte. Dieser Junge, von dem ich gedacht hatte, er würde eigentlich ganz sympathisch aussehen. Dieser Junge, der mich heute hasste. Dieser Junge, der für mich die Hölle bedeutete. Schnell schüttelte ich die Gedanken ab und lief dann in Richtung Zimmer. Vorbei an den Porzellanrosenstöcken, an den großen Fenstern und rauf auf die Treppe, die zu den Zimmern führte. Ich holte mein Handy aus der Tasche, als ich es leicht vibrieren spürte. Eine neue Nachricht von Ailo. Ich musste lächeln. Ich mochte Ailo. Wir schreiben fast täglich mehrere Stunden. Inzwischen kannte ich ihn wirklich gut. Wie geht es dir? Gut, tippte ich im Laufen. Und dir? Geht so. Und hör auf mich anzulügen, Kleiner. Das sollst du nicht. Ich seufzte. Da war es wieder. Kleiner. In letzter Zeit nannte er mich ab und zu so. Bei Ailo störte es mich nicht so wirklich, aber letztendlich hatte mich Tim so genannt. Und dennoch störte es mich bei Ailo weniger, als wenn Jay mich so nannte. Ich wusste nicht, warum ich immer gut schrieb, wenn jemand fragte, wie es mir ging. Denn mir ging es nicht gut. Ganz und gar nicht. Vermutlich einfach aus Gewohnheit. Gerade als ich den ersten Schritt in Richtung des Zimmers getan hatte, spürte ich eine Hand am Kragen. Ein nicht gerade männlicher Schrei entwich ich meiner Kehle und ich spürte, wie jemand seine Hand auf meinen Mund presste. Klebriger Atem war in meinem Ohr zu spüren. Jemand flüsterte: Ruhig, Schwuchtel, oder es wird dir leid tun. Ein Schaudern lief über meinen Körper. Ich kniff die Augen zusammen und stolperte meinem Entführer hinterher. Ich wurde in einen kleinen Gang gezerrt und auf den Boden gestoßen. Vorsichtig öffnete ich die Augen und blickte direkt zu Henrik und einigen anderen Jungs hoch. Hast du uns schon vermisst? Henrik lachte und verpasste mir eine, für seine Verhältnisse, sanfte Backpfeife. Ich biss mir auf die Unterlippe, bedacht darauf, kein Geräusch mehr mitzugeben, um ihm nicht die Genugtuung zu geben, dass es wehgetan hatte. In diesem Moment wurde Henrik beiseite geschubst und eine größere Gestalt baute sich vor mir auf. Ich schluckte schwer, als ich Tim vor mir erkannte, denn alleine das Wissen über das, was Tim gleich tun würde, tat weh. Der Braunhaarige packte mich unter lautem Gejohle der anderen Jungs am Shirt und zog mich hoch. Er presste mich gegen die Wand. Was hatte ich zu Jay gesagt? Fauchte er leise, für die anderen nicht hörbar. Vollkommen überrascht von seiner Frage, konnte ich ihn nur perplex ansehen. Irgendwie hatte ich angenommen, dass er das nicht mehr ansprechen würde. Immerhin war er angetrunken gewesen. Außerdem war er auch nicht gerade unfreundlich zu mir gewesen. Keine Normalität für Tim. Halt dich verdammt doch mal von diesem Bastard fern! Der Braunhaarige klang wirklich wütend. Ich schüttelte bloß den Kopf, obwohl ich wusste, dass das meiner Gesundheit nicht gerade gut tun würde. Aber was dachte der sich bitte? Dass ich mich von jemandem fernhalten würde, nur weil er das sagte? Sicherlich würde ich das nicht machen. Ein heftiger Schlag traf mich in der Magengrube, sodass ein schmerzerfülltes Keuchen über meine Lippen kam. Du elende, dumme Schwuchtel! Meinte Tim mit voller Wut in seiner Stimme. Er redete jetzt wieder so laut, dass jeder ihn hören konnte. Und gerade deswegen müsste eigentlich jeder die Verzweiflung heraushören können. Eine Schwuchtel zu sein, ist falsch, zischte Tim und seine Stimme hatte einen kalten, monotonen Ton angenommen. Ein erneuter Schlag traf mich und meine Beine drohten nachzugeben. Tim zog mich wieder hoch. Er drückte seinen Arm gegen meine Kehle und presste mich somit gegen die Wand. Ich meine es ernst, fauchte Tim und wieder so laut, dass nur ich es hören konnte. Er passt nicht zu dir. Der Braunhaarige sah mich mit einem Blick voller Verzweiflung an. Dann schlug die Verzweiflung zu Hass um und ich spürte im nächsten Moment sein Knie in meinen Genitalien. Ein schmerzerfüllter Schrei drang aus meiner Kehle. Tim ließ mich los. Ich stürzte nach Luftschnappen zu Boden. Schon spürte ich seinen Fuß in meiner Seite. Dann an der Hüfte, an der Brust, im Bauch, an der Schulter. Panisch rollte ich mich zu einer Kugel zusammen, schützte so gut es ging meinen Kopf mit den Armen. Mein Körper
schien in Flammen zu stehen. Ich bekam das Gefühl nicht los, dass ich nie wieder mich bewegen würde können, ohne dass alles wehtat. Und dann sah ich sein Gesicht vor mir. Er ließ das Telefon fallen. Wie in Zeitlupe fiel es auf dem Boden auf und ich sah, wie das Display zersprang. Aber es war egal. Urplötzlich begann Tränen über das Gesicht meines Vaters zu rennen. Dann sagte er die Worte. Die Worte, die mein Leben veränderten. Und Bilder schossen in meinem Kopf hoch. Ich spürte wieder meine blinde Wut, meine Verzweiflung, die scheinbar niemals endende Trauer in mir. Ich sah wieder die toten Körper meiner Schwester und Mutter. Ich sah, wie sie da lagen, als würden sie schlafen. Die Augen geschlossen, die Hände auf den Bauch gefaltet. Während an ich die Wunden, die Schrammen, die unzähligen blauen Flecken, die vielen Messerstiche. Die Ärzte hatten gesagt, dass man sehen konnte, dass Mom und Mia sich gewehrt hatten. Beide hatten um sich geschlagen. Beide hatten gekämpft. Sie hatten um ihr Leben gekämpft. Mom hatte versucht, Mia zu retten. Sie hatte dem Mörder angefleht, das kleine Mädchen gehen zu lassen. Aber es war umsonst gewesen. Er hatte bloß gelacht und jetzt waren sie beide tot. Ich hatte das Gefühl, dass ich all die Angst Mias kurz vor ihrem Tod spüren konnte. Ihre letzten Augenblicke waren nicht schön gewesen. Sie waren voller Panik gewesen. Das kleine Mädchen hatte vermutlich geschrien, geweint, gehofft, dass das alles möglichst schnell enden wird. Ich wollte mir nicht vorstellen, wie traurig und herzzerreißend Mias Schreie gewesen waren. Ich wollte den schrecklichen Ton nicht hören. Ich wollte die schrecklichen Bilder nicht sehen. Mit jedem Tritt Tims war es, als würde ich immer mehr Mias Lage verstehen, immer lauter ihre Schreie hören, ihre Verzweiflung spüren, ihre hohe, panische Stimme, die so laut um Hilfe rief, ihre zitternden Hände, die sich voller Angst um ihren Körper schlangen, die Verzweiflung, dass niemand sie hören würde, die Befürchtung, dass niemand ihr helfen würde, das Wissen, dass niemand sie retten würde. Und niemand hörte sie. Egal, wie laut sie schrie. Stumme Tränen rannen meine Wangen hinab. Und ich blieb äußerlich leise. Aber innerlich schrie ich. So laut ich konnte, versuchte ich, die Schreie zu übertönen. Ich atmete panisch ein, schnappte nach Luft, als die Erinnerung mich zu überwältigen drohte. An diesem Moment holte ein lauter Ruf mich in die Wirklichkeit zurück. Ich erkannte die Stimme nicht. Ich konnte nicht mal sagen, ob es ein Kind war, eine Frau oder ein Mann. Es war, als wäre die Welt in Nebel gehüllt. Ich konnte nichts sehen, nichts hören. Und dennoch verstand ich die wütenden Worte der Person. Sag mal, spinnt ihr? Hört sofort auf! Und ehrlich gesagt, ist nichts auch nur ansatzweise okay. Kapitel 44. Sag mal, spinnt ihr? Hört sofort auf! Ich spürte, wie die Tritte unvermittelt aufhörten. Vermutlich wandte Tim sich zur Quelle der Rufe um. Einen Augenblick später bemerkte ich, wie sich jemand neben mir niederließ. Stegi? Flüsterte jemand. Ich konnte immer noch nicht genau herausfiltern, um wen es sich handelte. Allerdings war es meines Erachtens nach ein Mädchen. Stegi, alles wird gut, flüsterte die Person und ich bemerkte eine Hand, die mir sanft eine Träne aus dem Augenwinkel wischte. Blinzelnd versuchte ich, meine Augen zu öffnen, was mir schließlich auch gelang. Hannah saß neben mir und musterte mich besorgt. Als sie realisierte, dass ich meine Augen geöffnet hatte, seufzte sie erleichtert. Warum half sie mir gegen ihren Freund? Plötzlich stand das Mädchen auf. Sag mal, spinnst du? Hörte ich sie erneut sagen und wusste, dass sie damit Tim ansprach. Sie wandte sich an seine Freunde. Euer Ernst? Ihr jubelt jemandem zu, der einen anderen verprügelt? Schämt ihr euch nicht? Hannah, versuchte Tim leise, doch sie wirbelte bloß herum und sah ihn böse an. Wir hatten eine Abmachung, Mister. Du kannst mir vertrauen. Ihre Stimme klang äußerst wütend,
Etwas leiser fügte sie dann hinzu, er solle sein Schoßhündchen sagen, dass sie verdammt nochmal Leine ziehen sollten. Überrascht hörte ich tatsächlich, wie Tim seine Leute bat, uns mal alleine zu lassen. Ihr Krise, lachte Noah im Gehen, die anderen Jungs stöppten in sein Lachen ein. Kaum hatten sich die Schritte entfernt, erhob Hannah wieder ihre Stimme. Verdammt, Tim, was sollte das? Der Braunhaarige antwortete nicht, und selbst mit geschlossenen Augen war ich mir sicher, dass er zu Boden sah. Ich verstehe es ja irgendwo, aber du kennst die Wahrheit. Es ist kontraproduktiv, was du da tust, fauchte das Mädchen ihren Freund an. Ich verstand kein Wort von dem, was sie sagte. Du kennst die Wahrheit. Das ist kontraproduktiv. Welche Wahrheit? Wieso kontraproduktiv? Ich öffnete meine Augen und sah die beiden einige Meter von mir entfernt sich gegenüberstehen. Langsam versuchte ich mich aufzurichten, setzte mich erstmal hin. Jeder meiner Knochen brannte. Ein einzelner Schrei hallte durch meinen Kopf. Ich spürte Tränen meine Wangen hinabrinnen. Mein Kopf fühlte sich an, als würde er jeden Moment explodieren. Du weißt ganz genau, was wir abgemacht hatten. Damit hast du unsere Abmachung gebrochen, sagte Hannah in diesem Moment. Aber, erhob Tim das erste Mal, seit seine Freundin aufgetaucht war, die Stimme. Bitte, es tut mir leid. Gib mir noch eine Chance. Hannah kniff die Augen zusammen. Ich bekam das Gefühl nicht los, dass sie kurz davor war, Tim eine zu scheuern. Ach ja? Ihre Stimme war leise, aber klang umso zorniger. Jetzt kommst du angekrochen, ja? Jetzt, wo die Abmachung auf dem Spiel steht? Was für eine verdammte Abmachung. Hannah, bitte. Tims Stimme hatte einen entschuldigenden Ton angenommen. Es tut mir leid. Du musst dich nicht bei mir entschuldigen, sagte sie tonlos und ich bemerkte kurz Tims Blick zu mir hinüberhuschen. Und ich glaube, um dich bei ihm zu entschuldigen, ist es längst zu spät. Mit diesen Worten ließ sie den sprachlosen Jungen einfach stehen und wandte sich mir zu. Obwohl ich wusste, dass sie mir nichts tun würde, wich ich automatisch zurück. Ein Schaudern ging durch meinen Körper. Ein einzelner, verzweifelter Ruf. Panisch presste ich mir die Hände auf die Ohren und in diesem Moment war es mir egal, was die beiden von mir dachten. Ich wollte einfach diese Erinnerung verdrängen können. Stegi? Hannah ging langsam neben mir auf die Knie. Ihre wachsamen braunen Augen musterten mich. Es ist vorbei, okay? Ich konnte nicht antworten. Stattdessen starrte ich sie nur an. Diese Situation musste sehr seltsam aussehen. Ein Junge mit knallroten Augen, Tränen auf den Wangen, den Händen auf den Ohren und unzähligen blauen Flecken saß vor Schmerzen zusammengekauert und mit weit aufgerissenen Augen einem Mädchen gegenüber. Das Mädchen schien das Gegenteil von dem zu sein, was der Junge in diesem Moment war. Ihre Augen waren mitleidig, traurig, ein gewisser Trost lag in ihrem Blick. Sie hockte vor dem Jungen, sodass ihr ihre langen blonden Haare über die Knie fielen. Wieso half Hannah mir? Sie war Tims Freundin, sie war hübsch, sie war beliebt, wieso? Wieso, als sollte sie sich um jemanden wie mich kümmern? Plötzlich lehnte das Mädchen sich vor und drückte mich in eine feste Umarmung. Vollkommen überrascht erwiderte ich sie nicht, sondern saß nur da und genoss den Augenblick. Denn auch wenn ich sie nicht wirklich kannte und auch nie wirklich gemacht hatte, so tat diese Umarmung gut. Es war, als würde sie mir ernsthaft helfen wollen. Als wolle sie in diesem Moment für mich da sein. Sie löste sich wieder von mir. Als sie realisierte, dass ich reflexartig die Hände von meinen Ohren genommen hatte, bildete sich ein kleines Lächeln auf ihren Lippen. Und Mias Schrei war verstummt. Ich blickte sie nur verwirrt an. Sie antwortete nicht auf meine stumme Frage, sondern stellte stattdessen eine Gegenfrage. Kannst du laufen? Du solltest ins Zimmer gehen und dich hinlegen. Stumm nickte ich und versuchte mich aufzurichten. Obwohl alles wie verrückt wehtat, schaffte ich es schließlich auch und nickte Hannah immer noch vollkommen perplex zu. Ich tat einen Schritt und spürte, dass Tim mich wohl ungünstig an der Hüfte erwischt haben musste. Ein heftiger Schmerz zog sich durch meinen Körper. Ich presste die Lippen zusammen,
darauf bedacht, kein Geräusch entweichen zu lassen. »Das geht so nicht«, meinte Hannah unwillkürlich, dem ich genauestens beobachtet hatte. Sie wandte sich wieder an ihren Freund und sofort tauchte wieder ein Stückchen Wut in ihrem Blick aus. »Tim, du trägst ihn.« Ich erwartete das Entsetzen, was ich bei diesem Satz verspürte, in Tims Gesicht wiedergespiegelt sehen zu können. Aber dem war nicht so. Stattdessen meinte ich sogar, kurz ein winziges Lächeln auf seinen Lippen zu sehen. Der Braunhaarige machte, ohne dem blonden Mädchen eine Antwort zu geben, 2 Schritte auf mich zu. »Darf ich?« fragte er leise, ohne mich anzusehen. Ich war vor ihm zurückgewichen und schüttelte nun panisch den Kopf. »Ich kann alleine laufen«, bildete ich mit meinen Lippen und sah bittend zu Hannah. Diese zuckte kurz mit den Schultern. »Ich verstehe, wenn du dich nicht mit ihm tragen lassen willst. Würde ich vermutlich auch nicht. Aber glaub mir, es tut deutlich weniger weh, als zu laufen.« Sprach sie aus Erfahrung? Kurz schluckte ich. Natürlich hatte sie recht. Das wusste ich auch. Aber tragen lassen würde ich mich trotzdem ganz sicher nicht von ihm. Er würde mich sicherlich nur runterwerfen wollen, damit ich noch mehr Schmerzen hatte. Und auch wenn ich Hannah auf eine komische Art und Weise gerade vertraute, so vertraute ich nicht Tim. Das Mädchen seufzte leise, nickte aber. Ich begegnete kurz Tims Blick. Er wirkte irgendwie verzweifelt. Aber das wäre mir heute ja nichts Neues. Wäre dann nur nicht diese gewisse Trauer in seinem Blick gewesen. Mit Hannas Hilfe hatte ich es unter einigen Schmerzen schließlich noch ins Zimmer geschafft. Die Blonde lächelte leicht, als ich mich aus Bett fallen ließ. Hinlegen wollte ich mich trotzdem nicht. Zwar hatte Tim mich noch nie nachts geschlagen. Dennoch hatte ich jeden Abend Angst vorm Einschlafen und eben auch vor dem bloßen Liegen, da ich mich so noch viel ungeschützter fühlte. Stattdessen lehnte ich mich gegen die Wand und beobachtete Hannah, welche mit in die Hüften gestemmten Händen auf Tim zuging. »Das war's«, zischte sie zornig. »Das war es!« »Hannah, bitte!« Tims Stimme war verzweifelt. »Was soll das?«, fragte das blonde Mädchen. Sie klang auf einmal unglaublich enttäuscht und müde. »Ich verstehe dich nicht. Du hast mir so viel erzählt über das, was du fühlst, über das, was geschehen ist. Wieso soll er?« Sie deutete auf mich, der so gar nichts dafür kann, jetzt zahlen. »Was wollte Tim? Was war geschehen und wofür konnte ich nichts?« Tim hielt den Blick auf den Boden. Nervös trat er von einem Fuß auf den anderen. »Ach, ja, richtig. Du denkst ja, dass es seine Schuld ist. Du denkst ja, dass sie gleich sind.« Sie schnaubte. »So blöd bist du nicht, Tim. Vielleicht sah es so aus, aber du kennst die Wahrheit. Du kennst sie und trotzdem willst du sie nicht kennen. Stattdessen machst du ihm lieber das Leben zur Hölle.« Tims Blick huschte unsicher von ihr zu mir. Immer wieder strich er sich nervös durch die Haare, biss sich auf die Lippe. »Es tut mir leid, Tim.« Das Mädchen hatte ihre Stimme zu einem Flüstern herabgesenkt. »Aber damit platzt unser Deal.« »Deal?« Ruckartig drehte Hannah sich zu mir um. Ihre braunen Augen blitzten gefährlich. Ein einziges Lächeln war auf ihren Lippen zu sehen. »Tim und ich sind nicht zusammen. Und wir waren es auch nie.« »Verrückt, wie du mich verrückt machen kannst.« So, das Mädchen, das alles aufnimmt, aber nichts hochlädt, meldet sich auch. Schaut bei Kristallkiste vorbei, auch bei Drachenmädchen, lass Kritik da und bis zum nächsten Mal. Tschüss!